Wir sind auch alle damals auch in ein Klischee reingekommen. Ne? Der Kölner in der Hur und der Dachsler waren alle selbe. Ne? Ich bin 30 Jahre in der Nacht gefahren. Ne? Und da hörst du natürlich eher mehr so, wenn es rauschig sind, ne? die Besenwörter. Ne? Naja, aber das geht ja alles ins Blut über. Ne? Jetzt fängst aber du auch nachher schon so an zum Reden. Ne? Angeschütter, komm her da. Ne? Ja, und das geht so weiter. Ne? Ne? Bist wach in der Birne oder was weiß ich, was für Ausdrücke. Da gibt es ja 100.000 verschiedene. Ne? Und wenn halt eine lustige Partie zusammen ist, kommt da kein normaler Satz jetzt da raus, so wie wir jetzt reden, sondern eben halt ist so zusammengehängt, was aber auch einen Sinn ergibt. Ne? Weil mir oft nachher ja die Leute ja gar nicht verstehen, wenn ich mit denen rede. Ne? Wegen dem muss ich auch Hochdeutsch reden. Hier und da bemühe ich mich. Außer ich bin in einem Kreis, wo nur lauter Wiener sind, ne? Weil da versteht mich jeder. Ne? Die Alten haben früher zu uns auch gesagt, Kapskutscher. Ne? Das ist eben halt von den Kutschen nachher umgemünzt worden, ne? Die alten Sträuch, ne? Mit dem Flinzel. Ich möchte an jeden Ausdruck gern, weil es ewig schade ist, dass die Sprache heute oder morgen untergeht. Ne? Aber das ist halt, ja, heutige Jugend bedingt. Ne? Und erstens sind wir schon von den Migranten her, ne? Weil ja die uns ja gar nicht mehr verstehen. Ne? Die reden daheim in einer Sprache und machen wiederum einer Kauderwäsch. Na, heute lernen sie ja die Kinder schon in der Schule Hochdeutsch. Ne? Die hören ja in der Schule ja gar keine Wiener Sprache mehr. Ne? Weil ja alles nachher nur mehr Hochdeutsch geredet wird. Das ja allgemein ja alle verstehen. Ne? Weil wenn sie da schauen, in die Schule da unten, da in die Mittelschule, da sind einmal 98% nur Ausländer dort. Ne? Ja, da kann ich nicht wienerisch reden. Ne? Da muss ich Hochdeutsch reden, dass mich die verstehen. Ne? Früher einmal, in meiner Jugend, sind die rausgestochen. Ne? Ja, da hast du genau gewusst, ah, das ist einer von 18., von 19., ne? Wo die Gestopften daheim sind. Und die haben wiederum gesagt, ah, das sind die Proleten von 12. und von 11. und von 10. Ne? Und das war halt immer so. Ne? Ja, na klar, ein Studierter redet nicht nach der, also der redet nach der Schrift. Und nicht jetzt da auf gut Deutsch in der Mundelsprache. Ne?